Die Unwägbarkeiten des Daseins bereiten uns, den Menschen, seit jeher Sorge. Da ist zum Beispiel die Gefahr. Wie gerne würden wir sie kontrollieren. Aber die Gefahr hält sich an keine Regeln. Sie schlägt unvermittelt zu und trifft uns unvorbereitet. Das ist das Gefährliche an der Gefahr. Sie zu ästhetisieren ist der Ausweg. Das heißt, man spielt sie nach. Das Spiel folgt Regeln. Die Gefahr erhält eine Form. Kata bedeutet übersetzt Form. Manche Katas der verschiedenen Kampfkünste sind sehr alt und man versteht ihre Formensprache nicht mehr. So wie man alte Gemälde, Poesie und Musik kaum noch deuten kann. Kata Bunkai will nun Licht in dieses Dunkel bringen. Von hier. Schräg. Ich block nach links gehen. Ich kommt der nächste Angriff und nie. Shodan. Ich.
Eventuell kommt da unter. Nummer zwei. Eins. Thank you.
Wasser da ist zwei unterschiedliche Sachen. Wasser da ist Sukuyuke und hier Wasser. Kampusho, hier Wasser. Das ist zwei unterschiedliche Sachen. Nicht damit anfangen alles. Und jetzt Konku. Hier zum Beispiel. Hier. Hier. Oder wenn er hinterkommt, hier nicht rein. Hier kommt der Typ. Ja. Weg, weg vom Gegner. Weg. Machen wir nochmal. Okay. So interessant und aufschlussreich die Kata-Anwendung auch ist, dürfen wir dabei nicht vergessen, dass eine Kata ein Kunstwerk ist, das heißt, sie ist ihrem Wesen nach künstlich. Wäre sie real, gäbe es sie nicht mehr.